Hallo, mein Name ist Lea van Atten. Ich spiele die Anne Frank im ersten deutschen Kinofilm. Und ihr dürft euch heute mit mir das Set von unserem schönen Film anschauen. Und ganz wichtig, der Dachboden. Das seht ihr jetzt da einmal von außen. Ein wichtiger Rückzugsort für Anne und für diese Zeit eben auch für mich. Sehen wir jetzt das berühmte Bücherregal, genauso wie im Anne-Frank-Haus, auch mit den Aktenordnern allen nachbestellt. Und wenn man das zur Seite schiebt, ist es dann der Eingang zum Hinterhaus. Hier einmal mitkommen. So. Dann nach oben geht es eigentlich in das Zimmer von Dan. Wir haben da jetzt aber die ganze Lichttechnik, weil dieses Zimmer noch mal im Studio anders nachgestellt ist. Und zwar ist das hinten, das zeige ich euch auch gleich. Und wir gehen einmal hier längs ins Zimmer Frank. So, hier sind wir jetzt im Zimmer Frank. Das sieht alles ein bisschen unordentlich aus und nicht richtig eingerichtet, weil wir heute die Szene gedreht haben, wie wir ankommen, wie ich, also Anne, auch das Hinterhaus erkundet. Und meine Haare auch nass, weil wir eben durch den Regen hier ankommen, die Flucht sozusagen so dargestellt. Und jetzt gehen wir in mein Zimmer, also in Annes Zimmer, der wichtigste Raum. So, wir sind jetzt angekommen in Annes Zimmer, also für diese Zeit in meinem Zimmer. Und wie man auch hier sieht, überall noch die Umzugskartons, also noch nicht vernünftig eingerichtet. Was ja auch eigentlich für Annes Zimmer sehr typisch ist, sind die Bilder, die an der Wand sind, von den ganzen Schauspielern, Stars, die Anne eben gut fand. Und die sind jetzt natürlich auch noch nicht dran, weil die erst später dazukommen. Auch ganz wichtig ist der Schreibtisch natürlich, mit dem sie sich auch später mit Dussel um diesen Tisch streitet, weil der den eigentlich für sich beanspruchen möchte, aber Anne natürlich auch ihre Tagebuchschreibzeit haben möchte. So, und hier sind wir im Zimmer van Daan, der zentrale Punkt für alle 8 Untergetauchten. Hier wird gekocht, wenn da später der Tisch steht, wird hier gegessen und eben Herr van Daan und Frau van Daan wohnen hier oben. Und wenn wir hier einmal rumgehen, sehen wir auch schon ein Bett, aber es ist eben alles im Moment nicht eingerichtet. Später steht hier dann ein ganz, ganz großer Tisch, das ist zum Beispiel ein Teil davon. Und daran wird gegessen, gelesen, gespielt. Alles, was man eben so macht.